Ja, herzlich willkommen zu diesem Video von mir. Wir fahren nach Münster auf die Puppenmesse und alles weitere erfahrt ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Ihr habt es schon gehört, wir fahren nach Münster. Und wie das Ganze abläuft und wann ihr uns sehen könnt und sonstiges, das erfahrt ihr jetzt. Ja, meine Lieben, die Puppenmesse im Frühling, jetzt im April, ist am 28. und 29. April 2017 in Münster. Ich verlinke euch mal die Internetseite unten in der Infobox ganz, ganz oben, dann könnt ihr mal vorbeischauen. Ja, die Puppenmesse in Münster ist eigentlich genau dasselbe wie die Puppenmesse in Eschwege. Ich weiß nicht, wenn ihr die nicht kennt, dann könnt ihr mal unsere Vlogs dazu gucken. Und genau, da sind einfach ganz viele Aussteller, die stellen ihre Reborn-Babys vor, die sie selber gemacht haben. Und man kann dann die Babys zum Beispiel da kaufen. Man kann sie auch einfach nur anschauen. Aber was ich am meisten an so einer Puppenmesse mag, ist einfach, dass man sich austauschen kann mit anderen Puppenmüttis. Und das Allertollste ist einfach, dass wirklich komplett Münster voll ist mit Reborn-Müttern. Und du kannst rausgehen mit denen aus der Messehalle. Und du wirst einfach nicht komisch angeguckt, weil jeder läuft da mit dem Kinderwagen rum und jeder hat eine Puppe im Wagen. Und ich habe so positive Erfahrungen in Eschwege damit gemacht, dass ich in jedem Fall jetzt auf jede Puppenmesse gehen werde, die mir in die Quere kommt. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir dieses Jahr auch nach Münster fahren. Da waren wir das letzte Jahr nicht, weil ich davon noch gar nichts wusste zu dem Zeitpunkt. Und ich kannte nur Eschwege und Eschwege waren wir ja letztes Jahr. Und wie gesagt, könnt ihr dazu unsere Vlogs gucken. Und genau, wir fahren nach Münster. Ich hoffe natürlich, dass wir wieder ganz, ganz viele Leute von euch treffen und ganz, ganz viele Zuschauer mich sehen. Es war wirklich, wirklich, wirklich krass, was in Eschwege alles passiert ist und was ich für Leute getroffen habe, wie viele Leute vor allem. Und ich konnte gar nicht am Samstag komplett eine Runde durchgehen, weil ich da angehalten wurde, da angehalten wurde, da wurde ein Foto gemacht. Tausende Leute wollten mit mir rumgehen, ich wurde aber dann wieder angesprochen und da wieder angesprochen. Ich möchte jetzt nicht selber mich irgendwie loben oder sonstiges oder so, da jetzt die tolle YouTuberin darstellen. Ich wollte mich einfach bedanken für alle Leute, die da waren und die alle Leute, die den Tag für mich so unvergesslich gemacht haben. Und genau, ich hoffe, dass Münster genauso wird. Ich treffe wieder einige Leute, die ich in Eschwege auch gesehen habe. Und ich freue mich natürlich wieder, wenn wir einige neue Gesichter kennenlernen. Wir werden unsere Autogrammkarten wieder dabei haben. Und ich werde euch gerne Autogramme geben. Und wir können gerne Fotos machen. Ihr könnt die Kleinen gerne auf den Arm nehmen. Wir werden unseren Toddler mitnehmen. Das ist alles überhaupt kein Problem. Ich bin da richtig offen. Und wir können uns auch gerne irgendwo hinsetzen und kurz ein bisschen quatschen. Aber es kann natürlich sein, dass in unserem Gespräch dann ein anderer Zuschauer kommt und ebenfalls gerne ein Foto möchte. Also falls ihr mich ansprecht, macht es gerne, aber seid nicht enttäuscht, wenn ich dann ganz schnell wieder gehen muss, weil andere Leute kommen. Ich möchte natürlich jedem gerecht werden und das ist einfach nicht so einfach, wenn ich glaube, wir haben in Eschwege ungefähr 50 Autogrammkarten abgegeben. Und das war wirklich unglaublich krass. Genau, mein Lieben, jetzt geht es einmal darum, wie kommen wir überhaupt hin? Wie ist das alles so geplant? Maggie, wie machst du das eigentlich? Erst recht jetzt auch, weil du deine Schwester mitnimmst. Maggie, wie machst du das eigentlich? Ja, wir haben es einfach so gemacht. Es passt perfekt, dass diese Messe am 28. und 29. April 2018 ist. Denn ich habe am 11. April 2018 Geburtstag und werde 18 Jahre alt. Ich darf dann Auto fahren. Ich habe meinen Führerschein schon, wenn ihr das Video seht. Und ich habe mein Auto gekauft in der ersten Januarwoche 2018. Also, ich habe ein Auto, ich habe einen Führerschein und ich muss nur noch 18 werden. Und ja, ich freue mich riesig, dass ich dann selber nach Münster fahren kann und wir nicht schon wieder auf den Zug angewiesen sind. Tada! Münster ist am 28. und 29. April. Das heißt, ich bin dort schon 18 und wir werden mit meinem Auto, mit mir als Fahrerin, nach Münster fahren. Münster sind von uns ungefähr 3,5 Stunden bis 4 Stunden. Wir fahren die ganze Zeit Autobahn, was ziemlich anstrengend wird und ich habe auch echt keine Lust darauf. Aber ja, ist nun mal so. Wir werden 3,5 Stunden die A1 runterfahren von Hamburg nach Münster. Wir werden ein Hotel in der Nähe von Münster buchen, weil wir natürlich Samstag und Sonntag dabei sind. Also, in Münster angekommen, habe ich euch gesagt, wir schlafen da und sind Samstag und Sonntag da.
Samstag werden wir gegen 6, halb 6, 6 hier losfahren bei uns, damit wir auch wirklich, wirklich pünktlich auf der Messe sind. Die Messe beginnt am Samstag, den 28.04.2018 um 10 Uhr und endet dort um 17 Uhr. Ich werde von 10 bis 17 Uhr anwesend sein und ihr könnt mich die ganze Zeit ansprechen. Wir können auch danach, nach 17 Uhr, auf jeden Fall noch quatschen. Wenn die Messe zu hat, gehen wir halt irgendwie in ein Café oder gehen einfach raus. Absolut kein Problem für mich, können wir gern machen. Ich habe da echt richtig, richtig viel Spaß dran, auch wenn man das manchmal nicht glaubt. Aber ich liebe einfach meine Zuschauer und ich liebe euch alle da draußen. Und deswegen freue ich mich riesig, wenn wir uns da auf jeden Fall unterhalten. Am Sonntag beginnt die Messe um 11 und endet schon um 16 Uhr. Da werden wir auch, denke ich mal, mindestens bis um 14 Uhr da sein. Ich weiß nicht, ob wir ein bisschen länger bleiben. Wir müssen ja an dem Tag ja auch noch zurückfahren, 4 Stunden lang. Und das müssen wir natürlich noch einberechnen, dass wir nicht zu spät zu Hause sind. Aber ich werde Samstag auf jeden Fall den ganzen Tag da sein. Ich versuche sogar schon gegen 9 bei der Messe zu sein. Auch wenn ich hier früh losfahren muss. Aber mir ist es selber sehr wichtig, weil letztes Mal waren wir zu spät. Und man hat es schon gemerkt, du hast kaum noch Karten bekommen. Und du musstest so lange anstehen. Dann war die Messe schon proppevoll. Und ich gehe jetzt mit dem Ziel auch nach Münster, dass ich mir ganz viel Reborn-Equipment kaufen möchte. Zum Rebornen meiner Babys. Ich reborne ja jetzt selber und mache Reborn-Babys selber. Und ja, ich habe in Ashwick einfach ganz, ganz viele Bausätze und ganz viel Zubehör gesehen, was super günstig war, was du so im Laden einfach nicht so günstig bekommst. Und deswegen gehe ich auch mit dem Ziel dahin, dass ich auf jeden Fall ganz viele Sachen kaufen möchte da. Und deswegen möchte ich auch somit fast die Erste sein, die dort in die Messe eintritt sozusagen. Und genau. Ja, und ich warte natürlich dann vor der Tür auf die ersten Gäste, die vielleicht auch schon ein bisschen früher da sind. Ich weiß nicht, wenn ihr so anschlägt. Könnt ihr übrigens gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr überhaupt kommt. Ich würde es euch wirklich ans Herz legen, versucht zu kommen, weil es ist wirklich eine unglaubliche Erfahrung, die ihr da macht. Und das macht man, glaube ich, nicht so oft in seinem Leben. Erst recht nicht, wenn man dieses Hobby besitzt. Dann habe ich schon erwähnt, dass wir meine Schwester mitnehmen werden, die Marlies. Die kennen bestimmt auch einige aus meinen Vlogs, einige von Instagram. Marlies ist meine kleine Schwester, die ist jetzt 16 Jahre alt und die hat ebenfalls einen Reborn namens Finn. Der Kleine wird hundertprozentig mitkommen und eventuell sogar noch ein Geschwisterchen bis dorthin bekommen. Und die Babys werden alle mitkommen. Ich werde auch meine ganzen Babys mitnehmen. Es wird unser Zwillingskinderwagen, den ihr hier im Hintergrund seht, wird auch mitkommen. Dementsprechend wird der Toddler in dem großen Sitz vom Zwillingswagen sitzen und alle Babys werden in die Wanne kommen, sodass ihr alle Babys sehen könnt und ihr nicht irgendein Baby in Münster vermissen werdet von mir und ihr auch meinen Toddler sehen könnt und ja, einfach alle Babys werden wir mitnehmen und ich hoffe, ich werde euch damit gerecht. Genau, also das war's auch eigentlich. Das war jetzt alles, was ich euch zu Münster erzählen wollte. Ganz wichtig einfach die Message an euch. Wir kommen nach Münster, ihr werdet euch uns dort nicht vermissen und ich freue mich einfach, wenn ich wieder so viele Leute wie möglich sehen werde. So, und dann wollte ich euch kurz noch meine Autogrammkarten zeigen. Die habe ich ja, wie gesagt, in Eschwege schon dabei gehabt und ich habe sie bis jetzt noch nicht gezeigt, außer die Leute, die sie eventuell auf Instagram gepostet haben oder die sie natürlich bekommen haben in Eschwege. Das hier sind unsere Autogrammkarten. So sehen die aus. Und genau, so eine bekommt ihr, wenn ihr uns in Münster seht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, Leute. Und dann hoffentlich sehen wir uns in Münster. Und bis bald. Tschüss.